Stillgestanden, Kadetten. Hauptmann hier. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Ultimate Admiral Dreadnoughts. Heute springen wir in den Torpedo-Wahnsinn. Wir bauen Zerstörer. Moderne Zerstörer, glaube ich. Ja. Aber wir optimieren Firepower, weil wenn wir gegen Zerstörer kämpfen, werden wir Kanonen brauchen. Das ist aber ein großer Zerstörer. Ah, wir nehmen mal den da. Mal gucken, ich bin aber irgendwie immer zu blöd zum Zerstörer bauen, deswegen werden wir mal schauen, ob wir das jetzt überhaupt hinkriegen. Hier, okay, dann brauchen wir einen Rear Tower. Und zwar so. Das ist ein komischer Rear Tower. Kann ich da Kanonen draufsetzen? Ah, okay, da kann man Kanonen draufsetzen, perfekt. Gut, dann müssen wir nur schauen wegen der Funnel Capacity. Und so Zeug. Ich will schon zwei oder drei Zerstörer haben. Forst, so. Krieg ich da irgendwas Gutes hin? Yep. Also auch balanced? Induced? Ah, induced reicht sogar, fertig. Standard reicht nicht mehr. Nee, da brauchen wir induced, okay. Gut, das heißt, wir können hier Torpedo-Launcher montieren. Ja, bin ich nicht so begeistert von. Könnte schnell zu schwer werden. So und so. So, dann Main Guns. Wenig übergewichtig. Okay, damit sind wir zu schwer. Damit auch. Vielleicht eine Triple Tube hier hinten? Ist ja auch schon wieder zu schwer. Irgendwie kommt es aufs Gleiche raus. Perfekt. Den Radar ist schon wieder zu schwer. Das auch. Ah, okay, vielleicht so. Flat 2 vielleicht. Okay, dann sind wir vielleicht nicht ganz so survivable, aber das könnte klappen. Weil ein recht hohes Aft-Rate Offset. Leicht machen wir es so. Yep. So ist doch gut. Auch wenn es sehr seltsam aussieht, aber ist mir egal. 19 Zoll Torpedos, okay. Obwohl wir eigentlich eher einen Gunboat bräuchten als ein Torpedoboot, oder? Ach egal, wir probieren es einfach mal. So. Southwest, okay, da drüben. Ja gut, ich habe keine Ahnung, was die Torpedos jetzt können, deswegen lass uns das einfach mal, oder die Boote hier, lass uns das einfach mal anschauen. Ah, da sind Zerstörer, okay. Wir haben schon mal einen einzelnen Torpedo gefeuert aus dem Arsch raus. Wird wahrscheinlich nur nicht treffen. 1,6% Hitchance.
da sind die feindlichen Torpedos im Wasser. Ich glaube nur nicht, dass unsere Torpedos da auch nur im Ansatz irgendwas treffen. Aber egal, wir hauen sie einfach raus. Bitte torpediert euch nicht selber, Jungs. Ich habe keine Ahnung, wer hier jetzt gerade alles torpediert, aber egal. Wir schauen uns einfach mal. Okay, da sind die feindlichen Torpedos raus. Wir nehmen die Torpedos mal auf safe. Okay, wir haben schon wieder Torpedos gefeuert. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade passiert, aber wir probieren es einfach. Ich glaube, wir brauchen... Ein Torpedowerfer brauchen wir ja, aber ich bin am... sehr schön. Da sinkt schon mal ein Kollege. Da sinken zwei Kollegen. Da habe ich überhaupt nichts dagegen einzuwenden. Okay, da kommt ein böser Spread Torpedos auf uns zu. Grace ist auch ausgewiegen. Wir müssen die mal kurz detachen. Die Hood. Dass sie hier durch kann. Dann müssen wir sie wieder attachen. Keine Ahnung, was hier... Oh, nee, die Hood ist tot. Hallo, detach. Ja, die Hood ist tot. Nee, ich hasse das mit Zerstörern in Kolonne. Es ist unmöglich, mit Schiffen in Kolonne Torpedos auszuweichen. Ich hasse das immer. Vor allem, weil die uns gerade voll circlen. Nee, komm, lief. Ja, komm. Wir probieren es mal weiter. Ich habe nur echt keine Ahnung, was... Weil irgendwie Zerstörer treffen ja auch nichts. Torpedos von denen machen viel zu viel Schaden. Eigenen treffen ja auch irgendwie nichts. Eigenen Kanonen meine ich. Nicht Torpedos. Ja, komm, versenkt den Kollegen, trefft ihn mal. Feuert eure Kanonen, ihr Kackpfeifen! Ah, okay, wir haben einen Torpedo getroffen. Okay, der Kollege geht unter. Problem ist, wir dürfen den zweiten nicht verlieren. Wenn wir den zweiten verlieren, dann war es das mit unseren Torpedos. Oder mit unserer Mission. Okay, ein Treffer. Aber nur ein Treffer. Flashfire, aber das juckt einen Zerstörer irgendwie ja nicht. Ah, okay, aber der wird, glaub, getroffen. Nein. Zerstörer sind einfach zu schnell. Wir brauchen schnelle Torpedos das nächste Mal. Wir hätten mehr auf Kanonen setzen sollen. Drei Double-Barrel-Geschütztürme zum Beispiel. Ja, natürlich, der macht uns jetzt richtig fetten Schaden. Aber wir ihm natürlich nicht. Weil ihn ein paar Flashfires ja auch nicht interessiert haben. Weil kleine Kanonen in diesem Spiel einfach nur nutzlos sind. Als würden sie nicht existieren.
Komm, treff den mal wieder. Ah, ein Arschtorpedo. Großer Torpedoschwall. Komm, mach den Kollegen da fertig. Können wir den vielleicht besser versenken? Der macht uns jetzt Schaden, oder wie? Die 76er machen uns jetzt Schaden. Aber unsere 102er treffen nichts. Machen keinen Schaden. Ach komm. Ich darf verarschen. Jetzt komm, Torpedos, mach mal Schaden. Oder Kanonen. Komm schon, das kann doch nicht sein. Aber warum treffen die nicht? Sag mal, wie könnt ihr so schlecht schießen? Das Schiff ist doch so nah. Alter, warum detachst du nicht, wenn ich da draufklick? Okay, wir rebuilden unsere Schiffe, weil die sind ja total für den Arsch. Main Guns Double Barrel 102 mm bitte. So. Okay, dann ist das halt zu schwer. Probieren wir das mal so. Einfach Kanonenpower. Scheiß auf, ja okay, wir haben mit Torpedos was versenkt, aber das war mehr Zufall als irgendwas. Von dem her. Kommt schon, Zerstörer. Irgendwie, ich weiß nicht, ich mag Zerstörer in dem Game einfach nicht. Da wird, die treffen einfach nichts. Okay, wir schießen die ganze Zeit HE, das heißt, wir können nachher mein Lifedite Explosives ausprobieren. Da kommt ja jetzt schon nicht. Sag mal, Blei ist es jetzt ja nicht, aber einiges an explosiven Goodies raus. Das sollte ja dann schon mal was treffen. So zum Beispiel. Natürlich hat er noch getroffen. Ah, die Akizuki. Mighty Jingles, seine Katze. Macht sie fertig. Jungs, wo seid ihr hin unterwegs? Jungs, was macht ihr? Moody, komm zurück. Los, versenkt die Kollegen. Kommt, landet da mal ein paar Treffer. Macht das Ding fertig. Kommt schon. Ich glaub an euch.
Genau, ein Feuer. Macht sie fertig. Genau, ein Flooding. Perfekt. Destroy Torpedo. Komm schon, krieg die Hits rein. Genau so. Okay, gut, wir gehen mal wieder rüber. So, müssen mal wieder Gegner spotten, sagen wir so. Okay, wir haben jetzt keine fasten Torpedos genommen, das ist halt das Problem, aber egal. Okay, feuert auf den, macht ihn fertig. Und Rückzug. Komm, Feuer, genau. Nein, wir warten mal. Genau, jetzt können wir hier an den Torpedos vorbei. Wieder hier oben hin. Wer haben wir denn davon? Gar nicht dran, oder? Nee. Steht nicht dran, was ich sehr interessant finde. Aber wir jagen die wieder. Die haben nämlich Panik vor uns. Kommt, landet da ein paar Hits bei dem Ding. Engine Damage, genau. Und wir müssen die Riezahl auswählen. Attach. Okay, die drei werdet wieder eine Gruppe. Genau. Was machen die da? Oh, ich hasse das an diesem Game irgendwie. Diese Verbände sind so bescheuert zu steuern, aber ich muss halt den Verband immer wieder auflösen, weil die halt sonst einfach nach der erste im Verband weicht dem Torpedo aus und die danach fahren halt rein. Das ist das Problem. Komm, krieg da nochmal ein paar schöne Treffer rein. Finde ich halt auch so bescheuert. Ist gut, diese winzigen Dinger. Ihre Flutung und alles. Interessant. Flutung reparieren. Okay, den haben wir nochmal erwischt. Ach komm, der muss doch jetzt down gehen. Komm schon. Komm schon, jetzt geht down, du fucking Fuckding. Noch ein Treffer, perfekt. Noch einer. Alter, komm schon, geh down, du Mistviech. Willst mich doch verarschen. Gott, wer hat hier schon wieder ein Torpedo geschossen? Feuer auf den fokussieren, der ist gefährlich. Komm, aber bitte versenkt dann mal jemanden. Treffer. Gott, was machen denn die da unten? Nein, den haben wir verloren, den Zerstörer hier. Wohl. Ja, Grayson ist down. Ich hasse das mit diesen fucking Verbänden. Das ist doch so retarded, wie das funktioniert. Komm schon. Mach die Dinger fertig. Ja, kommt schon. Ja, natürlich! Natürlich! Bei uns reicht ein so fucking Treffer aus, um das Dreiviertelschiff zu zerstören. Komm, mach dieses Scheißteil endlich fertig! Komm schon! Ach, das Ding hat...
Alter, wollt mich so verarschen. Ich hasse es einfach nur Zerstörer zu bauen. Es macht so keinen Spaß und es ist so behindert. Natürlich ist Liffedite jetzt zu schwer. Nein, das war das Falsche. Minimal zu schwer. Minimal zu schwer, was kann man da machen? Nee, Used reicht aber nicht. Ist ja schon der leichteste. Wohl. Das ist der leichteste Funnel. Damit reicht's. Okay, wir haben Auto-Loading. Ja, gut, wir probieren es einfach nochmal. Aber, wie gesagt, Zerstörer bauen ist doch einfach nur scheiße. Vor allem Zerstörer versus Zerstörer-Combat ist so behindert. Sehr schöne Treffer. Komm schon. Mach den fertig. Okay, schießt euch auf einen anderen ein. Natürlich, uns treffen sie. Au, sehr schöner Schuss. Aber da wird's wahrscheinlich überleben, weil ihr kennt mein Glück. Nein, okay, das überlebt er nicht. Wow, okay. Liffedite Explosives macht den Unterschied. Auch wenn wir jetzt natürlich eine viel höhere Chance auf diese widerlichen Flashfires haben. Aber egal. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob ich auf diese ganze Zerstörermission überhaupt Bock habe. Kommt schon, macht ihn fertig. Flooding? Perfekt. Flashfire. Torpedo-Hit gekriegt. Kommt, macht ihn fertig. Okay, da kommt echt einiges an Blei raus aus den Kollegen. Wenn nur noch 8 Sekunden nachladen durch den Autoloader. Komm, versenkt genau den hier. Engine Damage, Feuer. Flooding, down. Senkt den hier gleich. Jetzt schon dabei sind, Flooding, down. Down, okay, direkt auf den da. Ah, oh, warum denn nicht gleich so? Okay, schöner Treffer. Aber wir müssen ja wieder ein wenig... Ihr wisst schon. Wenig Breitseite zeigen, dass unsere 4 Türmchen feuern können.
kommen. Feuer, Leute. Ich weiß, ihr habt langsam drehende Türme, aber Feuer. Kommt schon. 0,2% Hitshot, wollt mich verarschen. Dann ist das Aiming noch in Prozess. Kommt schon, macht das Ding fertig. Macht's fertig, kommt schon. Okay, wir wenden mal so rum. Immer noch Aiming in Process. Jetzt ist Target locked oder was? Nein, immer noch nicht. Ich darf verarschen, komm schon, mach das Ding fertig. Ach, das trifft uns jetzt. Alter, warum schießen wir auf einmal so scheiße? Vorher haben wir ohne Probleme getroffen, aber jetzt? Ja, bitte. Habe ich mir gerade ziemlich verarscht vor. Der hat gleich seine Torpedos nochmal nachgeladen, bevor wir endlich fertig sind mit Aiming in Progress. Wollt mich verarschen? Komm, gib's dem Ding endlich. Endlich Target locked, wollt mich verarschen. Ging ja mehr als lang genug. Aber trotzdem haben wir immer noch keine Trefferschuss. Sag mal, wo sind unsere Hits von vorher die ganze Zeit hin? Wir treffen ja gar nichts mehr. Habe ich jetzt irgendwie mein Glück aufgebraucht oder was ist los? Wieder Aiming in Progress, wollte mich verarschen. Ja, jetzt komm schon. Was soll denn die Scheiße? Torpedos gefeuert. Natürlich kriegen wir keine richtigen Treffer, sondern nur so ein Bullshit. Jetzt komm, jetzt gib's dem Ding endlich mal wieder. Ich weiß, unsere Türme drehen langsam, aber trotzdem. What the fuck? Kommt schon, jetzt mach dieses Ding fertig. Ja, na klar. Der wird jetzt was ist denn hier los? Warum trifft denn kein Schwanz dieses Scheißschiff? Okay, die Henry ist down. Ja. Sag mal, das kann doch nicht sein. Als ob dieses eine Scheißschiff jetzt alle von mir umbringt, weil wir es einfach nicht treffen. Sag mal, was ist denn los mit diesem Kackteil? Als ob, das hatte gerade eben noch viel weniger Torpedos gehabt. Alter.
Alter! Na, nicht mal jetzt sinkt das Scheißteil! Was lenkst du denn so rum, du Kackschiff? Hilfe! Ich bin von unfähigen Kackidioten umgeben, die nichts treffen. Ich habe keine Ahnung, was los ist, aber unsere Schiffe treffen auf einmal keinen Dreck mehr. Leck mich am Arsch, Alter. Was ist das für eine Drecksmission? So, wegtreten. Hauptmann out.